Was? Moin mal Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute. Denn heute spiele ich Slender V8 Pages. Ich meine, eines der Standard-Horrorspiele. Und mit dabei im Skype ist der René von Elitefails.de. Hör auf, das DE mit reinzunehmen, Mensch. Ich schaue hier zu, wie der Befehl sich in die Hosen scheißt. Genau, wir haben die Bildschirmübertragung an. Ich muss sagen, ich spiele zum ersten Mal so ein Spiel aus diesem Genre. Und ich würde sagen, wir starten gleich einfach. Und auf meinem Kanal wird es das auch irgendwann demnächst geben. Und ich klicke jetzt einfach mal auf Start Game. Und da geht's los, Parsec Productions. Und ich habe jetzt schon die Hosen voll. Okay, jetzt noch nicht, aber... Jetzt kommt erstmal, glaube ich, Intro, ne? Ja, scheiß aufs Intro. Spätestens jetzt gleich, wenn du die Taschenlampe in der Hand hältst. Alter. Okay. Ich will ziemlich ruhig sein jetzt. Ruhe, Stille. Siehst du eigentlich flüssig, oder? Ja, ist ganz gut. Ein bisschen abgehakt, aber es geht. Ich glaub, wenn du schreist, weiß ich ja, was passiert ist. Oh mein Gott. Das muss man unbedingt mal spielen. Ich habe es ja schon gespielt. Aber ich muss es mal zu einer Zeit machen, wo es... Ja, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt einfach mein Zimmer dunkel mache. Ganz cool wird es dann, wenn niemand zu Hause ist. Nix. Kein Licht brennt. Alles dunkel. Mach mir nicht so viel Angst. Ja, genau. Mach dir am besten S noch selber Angst. S. Glaubst du, das wird Slendy abhalten, dich zu töten? Ich laufe, glaube ich, die ganze Zeit im Kreis. Ich geh mal durch den Wald, ne? Ich habe auch das Gefühl, du läufst die ganze Zeit im Kreis. Vor allen Dingen, wenn du den dann erstmal siehst, ne? Dann schiebst du richtig Panik. Ja! Und dann schmeiß ich mal meine Maus in den Bildschirm. Ich glaube, das ist auch nicht ganz angenehm für den Zuschauer, vor allen Dingen, wenn du nicht mit Ton hörst. Das ist auf einmal so eine Fratze, siehst du, dann erschrecke ich mich, glaube ich, auch. Ne, wobei man hört, glaube ich, nicht so viel dieses Video. Außer... Ah! Ah! Also ich werde einfach so lange spielen, bis ich mindestens eine Page gesammelt habe. So, dann halte ich jetzt mal die Klappe, um die Spannung nicht zu rauben. Ich weiß nicht, wo es lang gehen soll. Ich gehe hier im Kreis. Ich gehe durch diese enge Spalt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wobei, er kommt doch immer nur so von hinten, ne? Oder kommt... Ne, er kam auch immer von Seiten und so, ne? Ja. Ich habe das ja mal in Minecraft gespielt, Slenderman. René. Ich glaube, ich muss das mal mit meiner Mutter spielen. Ich muss mal mit meiner Schwester spielen. Wenn ich das mit meiner Mutter spiele, die tötet mich. Ich hasse solche Spiele. Das ist eine Page. Oh. Help me. Halt mich, jetzt drehst du mich um und dann zack. Soll ich mich umdrehen? Also ich würde mich jetzt nicht trauen, ehrlich gesagt. Ich schwitze. Oh Junge, ich glaube, ich würde mich nicht trauen, umzudrehen. Soll ich machen? Obwohl, wenn er dann da wäre, dann würde ja ein Zaun kommen. Das ist ein Auto. Weißt du, und jetzt höre ich so einen Herzschlagrhythmus. Oh Gott. Das ist eine Page. Leave me alone. Ich
glaube, ich drehe dich mal ein bisschen leiser. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich hier gleich vom Stuhl fliege oder so. Und das Mikrofon brennt. Oh mein Gott. Mann, dieser Rhythmus, das ist das Schlimmste. Ah, Hilfe, 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 nein! Nein! Von wo? Wieso? Hast du ihn nicht gesehen? Ich will nochmal. Komm noch eine Runde. Das war irgendwie ein bisschen kurz. Was war das? Hä, ich hab nichts gesehen. Der kam von hinten. Das steht dann also auch noch auf Anal hier. Bewegst du dich gerade irgendwie durch deinen Raum? Ja, das bin ich wieder auf dem Stuhl. Mein Gott. Also wenn du das spielst, Gede, will ich unbedingt dabei sein. Meine Maus, ne? Ach, man kann mit Rechtsklick auch was machen. Weißt du, man müsste das eigentlich, müsste man das ganz krass machen, man müsste sogar noch zu einem fahren, wenn wir das nächste Mal spielen. So nebeneinander, meinst du? Ja, und dann so dann mit so einer Cam einfach so stumpf aufnehmen. Und dann, wenn man sich so, keine Ahnung, wenn man so richtig Schiss hat, dass man so ganz plötzlich aus Reflex so sich an sich klammert, man. Hilfe. Kann ich mir gut vorstellen, Mann. Ein von acht hast du jetzt schon wieder. Ja. Ich glaube aber richtig fies wird's, wenn er von vorne kommt. Totenstille. Scheiße, hier ist Endge. Also bei dem Spiel sollte man auch vorher auf Klo gehen. Ah! Ah! Das fängt an zu rauschen. Ah! Lauf! Er wird hinter dir sein, höchstwahrscheinlich. Soll ich mich umdrehen? Ich will es nicht machen. Obwohl, vielleicht hast du gleich sogar gar keine andere Wahl. Weil wenn er einmal gerade eben gekommen ist, dann wird es nicht lange dauern, bis dann das zweite Mal erscheint. Das ist wieder der Truck. Sind die Pages auch immer an demselben Ort? Nee. Ich glaube, da hängt wieder eine. Nee. Ah! Nein, das wollte ich vermeiden. Oh Gott, jetzt geht's ins Innere. Oh Gott. Gehen wir rein? Ja, komm. Das ist keine andere Möglichkeit.
Dein Herzschlag ist gerade bei 180. Ah! 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 Oh, lauf! Oh, jo! Da gibt's doch eine Sprint-Taste, oder? Ja, die drücke ich gerade immer, wenn die Lampe runtergeht. Oh Gott, ist nur noch zwischen solchen... Ist sie gerade schweißgebadet? Junge, bei mir geht's jetzt auch gerade los. Ich fange auch schon zu zittern an, ey. Bis jetzt habe ich mich aber noch nicht so erschreckt, wie ich es erwartet habe. Mhm. Man erwartet ja so richtig so, dass man hier ausrastet, aber. Ich glaube, das kommt erst, wenn er wirklich zu überraschen kommt. Eben gerade konnte man ihn ja aus der Ferne sehen, aber wenn er direkt vor ihm steht. Und das ist, glaube ich, Panik, Mann. Und jetzt wie gesagt, du kannst heute jetzt noch wie gesagt, jetzt wie gesagt, jetzt noch Oculus Rift. Ich wäre tot. Oder noch so einen epischen Surround Sound. Am besten beides. Bitte gleich kommt er wieder, so ganz unerwartet. Wie viele Pages hast du jetzt eigentlich? Ich habe immer noch, glaube ich, erst eine. Hey, komm, wir gehen wieder in die Hütte, okay? Schon wieder? Ja, da muss irgendwo noch eine Page sein. Wo ist das eine andere? Das ist eine kleinere Kabuff. Wieder die Fässer. Ich würde dir nur einen Tipp geben, es gibt auch das Szenario. Ah! Es gibt auch das Szenario, dass die Taschenlampe irgendwann leer ist. Und wenn mir das passiert, dann bist du, stehst du nicht gerade gut da. Du meinst so? Ja, sie wirklich, die geht da wirklich leer. Also nicht aus, sondern leer. Die ist gerade wirklich leer. Ah! 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 Oh! Oh, 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 oh. Renn, 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 renn! Oh mein Jesus Maria! Also ich glaube. Ich glaube, die Hütte wäre nichts für mich, wenn ich so einen Orientierungssinn habe, wie so ein, keine Ahnung was. Ich darf eine Maus, glaube ich. Jürgen. Ich finde aber keine Seiten mehr. Du hast jetzt so lange um den Kreis geschickt, bis du stirbst, das ist der Trick der Sache. Wahrscheinlich. Ja, ich gibt gar nicht 8 Seiten. Nur eine. Weißt du, was das Schlimmste, glaube ich, wäre? Du gehst mit Lampe aus, ne? Machst die Lampe an und der hat's aber vor dir. Ja. Hat
die Lampe eben geflackert? Nee, ich hab sie auch erst dran angemacht. Boah, ich glaube, ich muss gleich mal festmachen. Ich auch. Ich kann nicht weggehen, aber... Für dieses Spiel braucht man ja schon fast einen Eimer direkt unter seinem Tisch. Ich hab einen Eimer, aber der hat Löcher. Was? Ja, so ein Mülleimer. Oh oh. Ja, anderthalb Liter Punika, irgendwas ausgesoffen jetzt. Ich will nicht. Sei froh, dass du die Sounds nicht hörst. Das kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, Mann. Ich glaube, ich könnte mit so einer Situation in Real Life nicht umgehen. Wenn du so einen Typen sehen würdest? Nein, wenn ich allgemein im Dunkeln so mit einer Taschenlampe nur im Wald laufen würde. Ich weiß nicht, ich auch nicht, glaube ich. Ich könnte es mir jedenfalls nur schwer vorstellen. Ah! Nein, lauf! Nein! Wo ist der Hurensohn? Lauf, Junge! Wo ist der Hurensohn? Ich glaube, jetzt einfach mal hier außen und hoffe, dass hier der Page hängt. Der ist irgendwo an der Seite neben dir gewesen, glaube ich. Oder hinter mir. Ich hoffe, am besten jetzt zwischen zwei Bäumen so stecken bleiben. Das wäre auch geil, wenn es das geben würde, also. Hier ist ein fetter Baum. Oh. Soll ich mich mal umdrehen? So YOLO-Style. Ah! Ich will sicher jetzt riskieren. Lauf, 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 lauf. Lauf! Lauf! Ah! 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 Ich seh nichts mehr! Junge! Nö. Du hörst auch jetzt gerade nur noch von dem weg, kann das sein? Oh nein, der versucht sich schon wieder da reinzulocken. Das ist nicht das Haus. Glaube ich. Das ist einfach nur so ein komisches Gebilde. Dieses Gefühl, der war da gerade. Der ist hinter mir. Ja? Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Oh, Menschenskinders, ey. Weißt du, man denkt sich nichts, aber... Ich brauche mal Pages, ganz ehrlich, was ist das hier? Ich laufe hier eigentlich nur durch die Gegend, das muss echt scheiße sein. Hier war ich eben gerade.
glaube, die Spieleentwickler hatten beim Spielen eine Menge Spaß beim Testen. Aber sowas von. Ich glaube, die haben sich immer schlapp gelacht, wie der eine so richtig Schiss bekommen hat. Ja, besonders, Chef, es gab noch so Bugs oder so, wo er einfach... Wo er einfach direkt vor dir steht. Wo er für das Spiel startet sind. Ja, wo das so eine Klette ist praktisch, immer hinter dir. Immer vor dir. Oder das. Immer so, weißt du, wie so ein Enderman dich zu dir, dich portet. Weißt du, manchmal ist das Bild so ein bisschen pixelig, also von dem Spiel. Und da denke ich so, was ist hinter mir jetzt? Für mich ist das so etwas mehr pixeliger, weil ich die Übertragung sehe, deswegen. Ich bin gleich wieder da. Ich sehr unterhaltsames Video heute. Ah! Was? Meine Taschenlampe. Fuck. Scheiße, meine Taschenlampe ist einfach alle. Ah, ich hab gehört, die Taschenlampe ist kaputt. Ja. Scheiße. Das ist aber jetzt ganz doof. Jetzt will das Spiel, dass du gleich stirbst. 100 Pro. Jetzt will das Spiel, dass ich in Real Life sterbe. Ah, komische Geräusche. Ah, 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 ah. Damn it. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat mich einfach umgedreht! Oh mein Gott! Er hat dich umgedreht? Ja, ich habe mich nicht umgedreht, der hat mich umgedreht. Oh mein Gott! Oh, der hat dich umgedreht und der hat dich dann angeschaut, oder was? Ja! Oh, das ist hart. Oh, Leute, ich würde sagen, das war's mal mit der etwas anderen Folge. Lasst einen blauen Daumen da, wenn ihr mich nochmal spielen sehen wollt. Schreibt in die Kommentare, ob ihr noch irgendein anderes Spiel haben wollt. Ein Free-to-Play-Spiel, was ich unbedingt spielen sollte. Und zwingt René dazu, das auch zu spielen. Ich brauch gar nicht gezogen werden, ich werd's machen. Alter, ich hab meine Maus, sie spiegelt. Aber naja, ich würde sagen, war's das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Und da spiele ich hoffentlich Minecraft und nicht Slender. Tschüss und bis dann.